What next? Especially towards the end of their university studies, students are faced with many choices. RWTH alumni are there to help students make the transition to the working world. The importance of the alumni was identified by RWTH from very early on. Alumni der RWTH aus zentraler Perspektive wurde in den 90er Jahren diskutiert. Wir haben natürlich bei vielen Instituten und bei vielen Fachgruppen vorher Alumni-Vereinigungen schon seit vielen, vielen Jahren gehabt, teilweise als über 50 Jahre. Und aufgrund dieser Vorerfahrungen und der Informationen, die wir über die Jahre hinweg schon über die Keep in Touch an die Alumni herangetragen haben, kam die Idee auf, eine Dachorganisation zu benutzen, die einerseits die Interessen der RWTH nach außen trägt, andererseits auch die Institute anregen kann und soll, sich den ehemaligen wieder und modern zu nähern. Der RWTH ist es wichtig, dass Studierende sich von Anfang an als zugehörig empfinden. Während des Studiums werden sie über die Angebote von Alumni, wie aber auch von anderen, erleben, was es noch an Perspektiven in beruflicher Entwicklung gibt. Und von den Ehemaligen erhoffen wir uns, dass sie einiges von dem zurückgeben, was sie hier an positiven Anregungen mitgenommen haben. Pro RWTH als Freundesgesellschaft der RWTH Aachen wurde bereits 1918 gegründet von Einzelpersonen und Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die RWTH Aachen zu fördern und den wissenschaftlichen Ruhm der RWTH Aachen zu unterstützen. Die Freundesgesellschaft Pro RWTH hat heute etwa 1250 Mitglieder. Diese sind im Wesentlichen Unternehmen und Privatpersonen, die aus der Wissenschaft, aus der Politik und aus den Unternehmen sich rekrutieren, aber natürlich auch eine ganze Reihe von ehemaligen Studenten und Wissenschaftlern, die an der Hochschule tätig waren und auch solche, die heute noch tätig sind. Pro RWTH actively supports honor students, PhD students and graduates. Constantly working to strengthen ties to science and industry, international and interdisciplinary conferences are supported as well. Networking is seen as an area of great importance. Pro RWTH facilitates this process by ensuring that people from outside the university can better navigate the often complex structures of RWTH. After university and at work, further education remains an important issue. Daher hat die RWTH sehr frühzeitig bereits die Weiterbildung professionalisiert, und zwar nicht nur die Weiterbildung auf dem nationalen Markt, das heißt im deutschsprachigen Segment, sondern auch vor allen Dingen im Bereich der internationalen Studierenden. Die Angebote der Academy richten sich, ich sage jetzt mal, an drei Säulen aus. Das ist einmal die technische Weiterbildung, die beginnt mit den internationalen Studierenden, das heißt Masterprogramme, ganz grundständige Masterprogramme für internationale Studierende. Dann Masterprogramme für Personen, die bereits ein Erststudium absolviert haben, im Bereich Management, im Bereich Technik, im Bereich, wie gesagt, zum Beispiel in Zukunft auch im Textilbereich, aber auch in bestehenden Bereichen wie zum Beispiel Redevelopment oder der Master Lasers in Dentistry. Darüber hinaus gibt es Zertifikatkurse, also das kleinere Derivat, die sich von 1 bis 3 Wochen normalerweise erstrecken. Und dann gibt es dann drunter halt Programme im Seminarbereich, im Tagungsbereich, Workshops und Ähnliches, die natürlich sämtliche Fachgebiete der RWTH umschließen und auch auf dem Markt richtig anbieten können. Thanks to this kind of comprehensive support in the RWTH network, students develop into hardworking graduates and alumni develop into friends and benefactors.